Mundes. Guten Abend zusammen. Und ich würde direkt sagen, lass die Spiele beginnen. Ihr seid heiß, ihr seid bereit, ihr wollt es. Baba und Bernhard, ihr spielt jetzt beide eine Szene. Und zwar erst ganz normal und dann in den verschiedensten Film- und Fernsehgenres, die ich euch so willkürlich dann zurufe. Also, bitteschön auf unsere kleine Bühne. Und das geht jetzt, die Abfrage geht jetzt nur an die Damen. Was war denn das wichtigste Ereignis in ihrem Leben? War? Ja, also eins, was schon war. Schule fertig machen. Schule fertig machen. Das war, haben wir alle nicht geschafft. Schule, ja? Ich war nicht auf der Schule. Kann ich nicht nachfühlen. Doch, ein paar Jahre Schule hatten wir auch. Pass auf, also, dann würde ich mal sagen. Barbara, du hast die Schule gerade abgeschlossen und hast jetzt ein schönes Gespräch mit deinem Vater, was denn jetzt nun werden soll. Mit meinem Vater? Mit deinem Vater. Sag mal, du bist mein Vater oder was? Du hast mir gar nichts zu sagen. Aus diesen Ländern bist du gekommen. Also, der Schulabschluss ist geschafft und was soll nun werden? Ich bin sehr gespannt. Ja, meine Kleine! Papa! Komm, ich bin nicht klein! Ach, du wirst immer meine Kleine bleiben. Komm, 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 wie war's? Ich hab mein Abi geschafft! Oh! Ich hab mein Abi geschafft! Ehrlich? Ja, schau! Schau, hier ist mein Zeugnis! Und ich hab nur eine 5 und... Das ist ja unglaublich. Weißt du, du bist das, was ich beim Marathon bin. Die Letzte. Aber du hast es geschafft. Hauptsache durchs Ziel, ne? Zwei andere waren noch schlechter. Ja, die machen das jetzt nochmal. Soll. Krieg ich jetzt was aus deinem Überraschungsschrank? Ja, warte, halt mal das Zeugnis. Ich hab's ganz oben. Jetzt spielt es wie hinter Gittern weiter. Ey, Mann, gib mir die Sachen aus dem Überraschungsschrank. Ich komm nicht dran, verdammte Scheiße. Ich komm nicht dran an den Schlüssel. Ja, komm, steig hier drauf, ich baue dir eine Räuberleiter. Du sagst, wenn ich dir zu schwer werde. Ey, Mann. Vorher sagst du, dass ich dir zu schwer werde. Nein, oh Gott! Warte. Pass auf, Kleiner. Ich hol's. Ja, Moment. Ich hab so einen Hals, dass sie mich als Typen in Frauenknast gesperrt haben. Hier. Und weil du hier im Knast. Weil du es hier geschafft hast im Knast. Gerade fällt mir ein, was ich für ein Geschlecht habe. Du bist mein Vater. Ach so. Dass du dich ständig immer als Mutter ausgibst, das nervt mich ja echt, bloß weil wir hier im Knast nur Weiber sind. Ja, ich wollte immer beides für dich sein. Doch, dass Mutter sehr früh in der Freiheit war. Und was soll ich dann alleine für dich tun? Das ist dir verdammt nochmal nicht gelungen. Du warst weder das eine noch das andere. Gib mir jetzt endlich die Schokolade. Ich bin die längste Praline der Welt. Jetzt spielt das wie Biene Maja weiter. Nili, gib die Schokolade! Aber Maja, das ist doch... Aber Maja, die Wärterin Cassandra hat gesagt, wir dürfen nicht an die Schokolade. Die Wärterin ist mir scheißegal, Willi, weil ich habe jetzt mein Abitur und wir sind raus aus der Schule und damit ist die Wärterin ja, auch nicht für uns mehr entscheidend. So, dann guck ich mal, ob ich an den Honigschrank rankomme. Da ist ja der Flip drin. Ein Schokoladenflip. Flip, geh da raus, ich habe mein Abitur geschafft und du sollst jetzt mit mir feiern. Jetzt wie eine polnische Telenovela. Ah, bravo! Flipitschki war immer ein schlechter Geselle, der sich rumgetrieben hat mit Danuta und Svetlana.
Was macht Flip in unserer Wohnung? Flipitschki wohnt im Schrank, weil er sich versteckt vor die Gauner, wo immer klauen die A8 in Deutschland. Flip ist die Gauner, klaut A8 in Deutschland. Ja, richtig. Hab ich nie gesagt? Hab ich durcheinander gebracht. Weißt du was? In Deutsch war ich nie gut in Schule. Da habe ich auch 4. Hast du Zeugnis gesehen? Aber nicht schlecht. In Sport ja, bin ich besser gut. Als in Polnisch, da ratest du 5. Richtig. Aber sag mir, Flipitschki. Flipitschki. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Marek und Babek sind schon da. Ja. Jetzt spielt ihr es als Alfred Decimo. So, dann nehmen wir hier mal den Marek und stecken ihn in den Topf. Was wollen wir zu Marek dazu machen? Ja, Salzkartoffeln? Ja, ich weiß nicht. Ja, wir trinken jetzt erstmal einen Pinot Grigio. Prost, Papa. Aufs Abitur. Aufs Abitur. Bringt es zu Ende mit einem großen klassischen Ballett. Ich würde sagen, gebt mir Bolschoi. Und wenn ihr noch ein bisschen Gesang braucht, packt noch ein bisschen Oper dazu. Ich seh, dir schmeckt wohl dieser Wein. So soll die ganze Flasche dir sein. Danke, danke, ich trink sie aus. Ich